Und willkommen zurück hier beim nächsten Match der Survivor Series, nämlich jetzt Kenta gegen Shinsuke Nakamura. Hallo, willkommen. Hallöchen. Gut, ja. Kenta versus Shinsuke Nakamura, ein Match, was sich seit ein paar Monaten, sagen wir mal, aufgebaut hat. Seit einem Jahr könnte man meinen, seitdem die beiden gemeinsam mit Akira Tozawa damals Fukushu gegründet haben. Es sollte natürlich in deren Ansicht eine großartige Zeit werden, in denen sie all diesen westlichen Idioten, die Leviten lesen. Am Ende wurde es aber leider nur zu einer Shitshow und für viele Male zu, sagen wir mal, unangenehmen Situationen. Und von daher hat sich das dann natürlich dann auch irgendwann auflösen müssen. Und ja, am Anfang dieses Monats dann, nachdem Shinsuke Nakamura mehrere Monate verschollen war, kann man wirklich sagen, die Zeit genutzt hat, sich wieder aufzubauen, sich wieder zu erholen von all diesen Demütigungen, von all dieser Schmach, die er erlebt hat, kam er aus dem Nichts zurück gegen Darby Allin im ersten Monat, hat sich für Money in the Bank qualifiziert und konnte da dann wirklich es schaffen und sich den Money in the Bank Contract holen. Und das hat dann fast schon wie automatisch Kenta und Akira Tozawa auf den Plan gerufen. Und nachdem Akira Tozawa nach einem gemeinsamen Match, wo er besiegt wurde von Shinsuke, überzeugt war und gesagt hat, okay, Shinsuke Nakamura scheint wohl ein geerdeter Mann zu sein, es scheint wohl zu passen, ich respektiere ihn, hat Kenta von Anfang an gesagt, ich respektiere dich nicht, du bist ein Versager, du bist ein Volltrottel, du hast uns alle in den Ruin getrieben und ich werde dir zeigen, dass ich sehr viel besser bin als du. Und da haben wir ihn erstmal, Shinsuke Nakamura Smackdowns, Mr. Money in the Bank. Wie gesagt, das kann auch eine ganz große Redemption-Story für ihn werden, wenn er dann diesen Koffer eincasht, ähnlich wie ein AJ Styles. Wir wissen ja, die beiden damals dann auch geteamt und diese jämmerliche Niederlage damals eingesteckt in dem Tag Team Match. Aber gut, Kenta hat ganz klar dann auch noch bei der SmackDown ein riesiges Statement gesetzt und sagen wir mal Und was war gigantische, eins? ja, gigantische Klöten bewiesen, denn er hat was gemacht, Kenny? Ich würde mal sagen, Balls of Steel im wahrsten Sinne des Wortes. Denn er hat niemand Geringeren gepinnt als den amtierenden WWE Champion, der Mann, auf den es Nakamura auch abgesehen hat, mit AJ Styles. Große Frage natürlich, wie sehr beeinflusst es einen? Und das würde sagen, Kenta, wir haben es in den letzten Wochen gemerkt. Große Töne, verdammt große Töne gespuckt. Aber wie es ironischerweise auch jemand in diesem Quartett, möchte ich fast schon sagen, mittlerweile sagt: It's not showing off if you can back it up. Und das hat Richtig. Kenta gemacht, hat AJ Styles besiegt. Und jetzt, der Respekt fehlt noch gegenüber Mr. Money in the Bank. Und es ist schön, das Ganze zu sehen. Es ist schön, die vier Superstars, bei denen es alle eher so semi-gut gelaufen ist, mit einem Aufstieg an die Spitze der aktuellen WWE zu sehen. Double Double Stomp! Stomp. Top Rope. Ach du Scheiße, es geht ja Und wie direkt gut hoch los. der gesprungen ist! Genau. Apropos, Das ich ist der sag, Kenta, den man so lange vermisst hat. es wird ein enges Match sicherlich, aber gerade auch einfach aufgrund von dem Sling Blade. Momentum sage ich jetzt erstmal Kenta, weil wie gesagt, der Mann hat nicht nur einfach den WWE Champion gepinnt, sondern hat es auch noch angekündigt, er hat gesagt, ich gehe jetzt mal kurz raus, Zitat, ich Oh. gehe mal kurz raus und besiege den Champion, um Shinskes nochmal ins Gesicht zu drücken, dass er so viel besser ist als Shinsuke. Von daher, Shinsuke muss jetzt hier delivern, muss hier Kenta besiegen eigentlich und beweisen, dass er ein würdiger Mr. Money in the Bank ist. Richtig, man muss halt sagen, Kenta, Kenta, haha. Aber das Ding ist halt so, ich gehe halt hier rein mit den Zahlen und die sprechen halt eindeutig für Kenta. Ich meine, wenn du allein schon den aktuellen WWE Champion schlägst, brauchen wir da nur irgendwas groß zu sagen. Das gewinnt er. Und wie gesagt, bei Oh! WrestleMania Tag Team Champion geworden Richtig. damals. Authors of Pain besiegt, ein unglaublicher Upset. Mit den 20.000 Kitchen Sinks, die er da damals gemacht hat. Richtig, ist auf jeden Fall das Duell der Kicks. Das war aber bei Strong Style Japanese irgendwie zu erwarten. Richtig. Da wollte ich auch sagen. Strong Style at its best, den Best. wir gerade sehen. Also Kicks, stiffe Elbows, das Knie ein ums andere Mal. Der Double Foot Stomp, den wir gesehen haben. Und im Zweifel auch mal ein German. Oh, schöner Konter von Kenta. Ich persönlich halte es mich kurz. Ich glaube, Oh! boah,
Ich hatte Backflip. Eigentlich will ich sagen, und dann kommt die Spinning Backflip. Oh, Cross-Outbreaker im Seil. Da hat Shinsuke einen Vorteil mit den langen Beinen. Richtig, da ist am Seil. Ich glaube, Nakamura macht das. Ich glaube, der hat nicht umsonst Money in the Bank gewonnen. Der hat Tozawa besiegt. Und jetzt wird er auch Kenta meiner Meinung nach Respekt einflößen und die positive Serie des King of Strong Style fortführen, schön gekontert. Ja, aber es ist trotz dessen, selbst wenn er gegen Shinsuke verlieren sollte, man kann ihm nicht den Fakt nehmen, dass er den aktuellen Champion geschlagen hat. Oh, so. Natürlich, das wird auch, falls AJ Champion bleibt am Ende dieses Abends, natürlich seinen Einfluss haben, ganz klar. Den WWE Champion zu pinnen, hat seine Konsequenzen und wird auch seine Konsequenzen haben, aber erstmal muss sich Kenta auf seinen jetzigen Gegner fokussieren, bevor er irgendwelche Ansprüche stellt. Und der geht daneben. Kick und da sind ihm die langen Beine ein bisschen eine Last. Vorbei an Kenta. Oh, genau, mit der eins nach dem nächsten. Aber aktuell tritt halt Kenta ihm wirklich zum Brei. Der ja, aber auch Nakamura landet den einen oder anderen Tritt. Jetzt ins Leere, gut ausgewichen. Oh, noch ein Backfist. Oh, wieder die Spinning Backfist. Ja. Und dann ist es für eine Kombo. Ich sag ja, aber Nakamura steht direkt wieder. Der kloppt den gerade kaputt. Sag ich ja. Ja, es ist nicht so einseitig, aber zumindest Kenta kann, wenn er angreift, weitaus verheerende Offensive effektiv ansetzen. Sein. Oh Gott. Nein, nee. Das wäre es ja gewesen. Konter. Mit so einem Move hätte sich Shinsuke... Oh, und... Oh, und oh, oh, schön. Spinning Uranagi. Oh, und jetzt ist gleich vorbei. Möchte er hier schon sein Busaikuni rausholen? Busaikuni, Schluss. Aus, vorbei. Und sind aber die Lichter aus von Shinsuke? Nein. Sind sie noch nicht. Steht wieder. Dann braucht's wohl doch die drei gefährlichsten Worte im Wrestling. Ja. Da macht er sich bereit für die GTS Music. Ja, genau die. Und... Oh. Das ist der Go-To-Sleep! Nicht der 2.0, mit dem AJ Styles gepinnt hat! Was und ist das One? Könnte es gewesen sein! Freeze out! Und wie gesagt... Squash. Holy Squash. Shit! Ja. Kenta fertigt hier Shinsuke Nakamura ab und pinnt hier innerhalb von 2 Wochen nicht nur den WWE Champion, sondern auch Mr. Money in the Bank. Und das sind 2 ganz große Ausrufezeichen hier für Kenta, der sich wirklich astronomisch hoch jetzt hier katapultiert in SmackDown. Was ist das für eine Leistung hier? Wow, just wow, ey. Deswegen, und wir sehen auch Kenta, er jubelt natürlich und... Es ist klar, er macht die Bewegung, er will diesen Titel, aber wie dieser Weg noch weiter für ihn geht, das werden wir dann sehen. Also, ich sag mal so, eigentlich ist das dürfte ja so klar sein, er hat damit quasi den Frontsitz für den Titel sich gesichert, ohne Zweifel. Er ist wohl aktuell meiner Meinung nach der mächtigste Mann bei eurem kleinen Saftladen da drüben. Das habe ich gar nicht verstanden. Aber ja, egal. Zumindest Kenta hat gerade ein riesiges Ausrufezeichen gesetzt. Und wie gesagt, falls AJ Styles diesen Abend als Champion überlebt, wird er definitiv ganz weit vorne stehen, um hier eine Herausforderung zu stellen an unseren WWE Champion. Aber wow, einfach nur wow. Kenta kommt hier mit wirklich diesen massiven Klöten, sagt, ich mache hier alle fertig. Und dann macht doch alle fertig. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir bald ja, eine neue Sensation hier haben bei SmackDown. Ja. Wirklich. Auf jeden Fall hat es bewiesen, dass Leute, die wollen eine Leiter hochklettern können, nichts im Ring können. Toll. Ja, egal. So viel dazu. Gehen wir mal weiter, würde ich meinen. Zu vielleicht besserem Wrestling. Nicht nur besser, sondern definitiv. Denn es gibt den nächsten Titel auf der Card. Und zwar die aktuelle Raw Women's Champion Lita. Tritt gegen die vielleicht schon fast unaufhaltsame Becky Lynch an. Gucken wir mal, ob das nur die nächste Hürde zum Titel wird für Becky oder eben nicht. Mal schauen. Man sieht sich. Ciao. Ciao.